So, meine lieben Kinderchen da draußen, weiter geht's. Ja, Gasthaus des Todes. Wir werden gejagt und keine Ahnung, warum wir gerade gestorben sind, weil er, glaube ich, so eine mega Explosion gemacht hat. Und die hat dazu geführt. Kann ich nicht. Ja. Ah! Und die hat uns wahrscheinlich zerrissen. Okay, er platzt denn da so vor sich hin? Sauberer Kopftreffer. Aber wenn man so ein Geist ist, dann merkt man sowas halt eigentlich, ne? ...49 Schuss. Da, schon wieder! Das macht uns duselig. Meine Fresse, wo steht denn der Brenner? Aua! Wow! Gegen Geister zu kämpfen ist schon so eine harte Sache, glaube ich, ne? Betritt das Wirtshaus. Oh je, oh je. Oh, auf einmal sind alle Lichter. Ja. Und kriegen wir nicht irgendwas Cooles von denen oder so? Fakt ist, jetzt haben wir eine Knarre. Okay, ich habe mal gerade so meinen ganz trockenen Mund. So, meine Hits. Hallo. Auf geht die Tür. Au! Oh, sag mal, bist du. Ah, da erschreckt man sich am allermeisten bei, ne? Where did everyone go? I heard them. Oh, it's happening again. It can't be. Right father, right son, it is you that should have died then. Sachte, der sollte doch eigentlich schon tot sein. Okay, nochmal. Ja, immer auf Nummer sicher gehen, ne? Okay. Puh, nochmal lieber einen Schluck trinken. Das hat mich ganz aufgewühlt. Ich stehe hier vor größeren Herausforderungen als nur der Reparatur eines alten Schuppens. Irgendetwas wirklich Seltsames geht hier vor sich. Zuletzt hat jemand eine unsere Sicherung gestohlen und sie in einen Tierkadaver versteckt. Zu allem Übel habe ich auch noch einen Anruf von meinem Chef erhalten, der darauf drängt, dass ich endlich die sowjetischen Telegramme entschlüssel. Mir schwirren so viele Dinge im Kopf herum, dass ich das Gefühl habe, langsam verrückt zu werden. Ich denke immer häufiger, dass alles mit den Memorien von Nikolas zusammenhängt.
kann aber noch nicht erkennen, auf welche Weise. What? How in the hell? Keys in a diary from over a century ago. Fucking hell, but it's impossible. I don't know how, but it worked. Maybe if I find the other pages from the diary, if those telegrams are ever gonna be decoded, I have to take every chance. I'll notify David. This will blow his mind. I've made more progress than his entire team has in months. Okay. Wieso haben wir ein Bild von diesen hässlichen Leuten hier? Also hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ruf David an. Oh, schöne moderne Schreibmaschine. Ach, das war dieser Raum, wo wir auch vorhin gewesen sind, ne? Ja. Haben wir den wirklich hier hingelegt? Alles klar. Ah, was haben wir hier? What? Ach nö, jetzt nicht. Um mehr über den berühmten internationalen Kryptoanalysten zu erfahren, müssen Sie zuerst die Grundlagen des Codeknacken meistern. Sind Sie in der Lage, sämtliche Namen zu entschlüsseln, die wir hier versteckt haben? Verschiedene Zahlen stehen für verschiedene Personen. Nutze die Caesar-Scheibe und lernen Sie, genießen die Kür. Nee. Ach nö, nein. Nö, lass mal. Bin da nicht so. Okay. Hoffentlich muss ich es nicht wirklich machen. Was ist das? Wo war das? Da ist das Telefon. Adam found something. How is this possible? H swore they were at a dead end. Keep an eye on him, we'll be in touch. Wie ist das möglich? Fuck, they must have tapped my line. How in the world did they track me down so quickly in this shithole? Fuck me. Maybe they did get Harold after all. Thankfully, I can check where they're tracking me from. If I'm not wrong, the detector should be in the office. Mit dem Lokalisierer können sogenannte Quantensprünge autodetektiert werden. Das haben wir schon, ja. Okay. Scheiße, die Sowjets planen nicht nur, Raketen direkt vor unsere Nase zu transportieren. Sie wissen auch, was bei der CIA vor sich geht. Das heißt, wir haben einen Maulwurf im Büro. Operation Totenstille in Kraft. Die Stationierung von Raketen mit Hilfe von U-Booten entlang der Westküste der USA beginnt in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober. Radarstörsysteme werden getestet und sind voll funktionstüchtig. Aus vertrauenswürdigen Quellen ist zu entnehmen, dass die CIA immer noch völlig veralteten Fall Wut Peaker arbeitet. Warten Sie auf weitere Nachrichten. Woodpeaker. Jesus, are you trying to kill me again? I don't want to sound hysterical, but I saw someone. What are you talking about? Someone's here, in front of the house, but... Maybe it's someone from the office? You know, about work? David would tell me! Son of a bitch, it's all so clear now. You don't think that... I do. They want to get us, so nothing would surprise me. A few days ago, someone was hanging around here, too. I caught a glimpse of him behind the trees. And you didn't think it was worth mentioning? It might as well have been my imagination. I didn't want to spread panic. We've got enough to worry about as it is. Fuck Emma! I don't work in a bakery, I work for fucking spies! It's not like we can just go to a mountain cabin and be safe! Stay in the house, lock the doors and windows. I'll take care of this. Ich arbeite nicht als Bäcker. Alles klar. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Wie war das denn nochmal mit Lokalisieren? Achso, mit X, ne? Womit können wir denn jemanden erfahren, wo jemand gewesen ist? Aber ihr Kinderchen, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Diese Folge wird ein bisschen kürzer sein. Ist nicht so schlimm, umso mehr Folgen haben wir nachher. Also, wir sehen uns. Ciao.